bearbeitet und bekämpft hat. Eine taktische Schlüsselszene im Spiel der Rida. Karel gleich mit dem ersten guten Pass für Beigler. 3 Minuten gibt es noch drauf. Und Karel kommt und macht sein Tor. Der ist ja normalerweise nur torgefährlich, wenn er von Beginn an spielt. Aber gerade gegen Kapfenberg macht er heute zum zweiten Mal als Joker einen Treffer. 3:0. Der Spielstand für Ried. Und das wird ein schwerer Job für Thomas von Hessen. Denn wie soll man den Kapfenbergern jetzt... 3 Minuten der Nachspielzeit vorbei. Karel beim ruhenden Ball. Könnte die letzte Ausgleichsmöglichkeit für die SV Ried sein. Karel versucht es direkt und er macht den Ausgleich. Ja, ist der Spanier cool. Unfassbar. Wie lässig der den Ball in den Winkel zirkelt. Ivan Karel, Saisontor Nummer 3. Und jetzt kann Weihnachten bei Ried kommen. Ein versöhnlicher Abschluss, dieser Ausgleichstreffer nach der Herbstmeisterschaft. Karel gegen Hüttenbrenner und was für ein Tor von Ivan Karel. Was war das für ein Treffer von Spanier. Der nächste Spanier, der in der Obersteiermark zuschlägt. Und der heißt Ivan Karel und macht die neuerliche Führung für die SV Ried möglich. Das Ganze in der 75. Minute. Wir schauen noch mal drauf. In der eigenen Hälfte. Der Abschluss von Karel. Offenbacher auf den Kopf von Schicker. Karel. Der erste Bundesliga-Test. Ersten Treffer für Wiener Neustadt. Karel. Aber auch Griff. Rieger. Casanova verlängert. Karel. In der Mitte, Casanova ganz alleine, wenn der Ball kommt, dann könnte es 2:0 heißen, heißt es auch. Klassisch ausgekontert, Casanova gewinnt das Kopfballduell gegen BAU. Da wird Walter Kogler böse sein. Und dann einfach weitergeleitet, so wie es normalerweise die Innsbrucker spielen, Burgic und Perstahler. Klasse gemacht, dieses Kopfballduell ist entscheidend. Jetzt verlängert. Karel läuft in den Raum, dann 2 gegen 1. Ganz schmerzbefreit. Karel. Thomas Reifelshammer. Sein erstes Eigentor in der Liga. Karel, gute Körpertäuschung. Jules. Nette Ballbehandlung wieder Karel. Puh, das war ein heftiger Einsatz von Michi Madl. Legia. No, wydawało się, że już jest tak spokojnie. Było 3-0. Legia kontrolowała grę. No i ta niepotrzebna czerwona kartka dla Iwice Werdoliaka. Zwietrzyli dzięki temu swoją szansę Austriacy. Wprowadził dodatkowego napastnika trener. No i... Szybko... K.
Karil, Reuer, sehr schön. Und damit das Spiel wieder offen. 1-2, nur mehr. Aus der Sicht des Fari. Sytuacja, całe szczęście, że strzelał środkowy obrońca, a nie napastnik, bo myślę, że czy Żul, czy Gantler by piłkę w siatce umieścili, ale znów w ataku Austriacy. Oj, niebezpiecznie! I broni Kucjak. Uwaga! Meilinger, wypchnięty przez Jędrzejczyka. Nie faulować, nie dać się ograć. Ale źle teraz Kosecki, źle się ustawił. Karil, niebezpiecznie wybija. Und erstmals wird Grössinger zur Tat schreiten. Karil, oh, das war gut gespielt. Das war gut gespielt. Da sind die Bälle. Nacho mit dem Einwurf von Marcel Ziegel. Und das ist der Ausgleich durch Ivan Karil in Minute 57. Da geht den Innviertlern mal eine Offensivaktion auf. Das Bemühen kann man ihnen nicht absprechen hier nach der Pause. Und von daher ist das Team von Paul Kludowatz jetzt auch belohnt worden. Mit diesem 1:1. Das erste Saisontor für den Spanier. Relativ leicht lassen sie. Außerhalb des Spielfeldes. Ried bekommt den Einwurf. Da fährt Kulowitz daneben. Und da ist das 1:0 durch Ivan Karil. Blitzschnell ging das bei den Burschen von Paul Kludowatz. Viel zu schnell für die Rapid-Defensive. Und der hochgelobte Kulowitz mit einem ziemlichen Schlitzer. Fünftes Saisontor für Ivan Karil, sein 10. Scorerpunkt in dieser Saison. Und da gibt es natürlich vom Landsmann die Glückwünsche. Hier holt Hammerer den Einwurf raus. Rapid reklamiert.